Wenn Sie sich selbst und Ihre Befindlichkeit ausreichend und kritisch beobachten, beziehungsweise auch Kommentare Ihrer Familie, Ihrer Freunde, Ihrer Umgebung wahrnehmen, dann werden Sie frühzeitig auftretende Symptome einer Neuropathie nicht übersehen. Wichtig ist es, diese sofort mit Ihrem behandelnden Arzt zu kommunizieren, um gegebenenfalls Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Zuerst wird der betreuende Arzt fragen, wo die Symptome auftreten, seit wann und wie intensiv. Er wird Sie weiters nach der Dynamik dieser Beschwerden fragen, das heißt, ob sie zunehmen oder ob sie gleich bleiben, beziehungsweise ob sie durch irgendwelche einfachen Maßnahmen zu beeinflussen sind. Es werden vorerst einfache klinische Tests durchgeführt, die die Oberflächensensibilität überprüfen, die Muskel- und Sehnenreflexe überprüfen, sowie auch die Tiefensensibilität für Vibrationserscheinungen. In weiterer Folge kann man auch elektrophysiologische Untersuchungen wie ein Elektromyogramm oder eine Nervenleitgeschwindigkeit durchführen, die dann eine noch differenziertere Diagnostik und Unterscheidung in verschiedenen Neuropathieformen erlaubt. Die Muskeleigenreflexe und Sehnenreflexe werden durch ein einfaches klinisches Untersuchen des Ansprechens von klassischen Druckpunkten untersucht, zum Beispiel der Patellarsehnenreflex, wobei mit einem Gummihämmerchen im Bereich des Knies ein Reflex ausgelöst werden soll. Die oberflächliche Reizwahrnehmung wird durch eine einfache Untersuchung zur Spitz- und Stumpfunterscheidung mit einer kleinen Nadel bzw. einem Gummipölsterchen durchgeführt. Auch werden mit Pinseln und Bürsten ganz subtile Oberflächensensationen überprüft. Die Motorik und die funktionale Beeinträchtigung kann durch einfache klinische Untersuchungen überprüft werden. Zum Beispiel durch den Tonus der Muskulatur, das heißt durch die Kraftentwicklung, die man imstande ist aufzubringen, durch die Koordination, zum Beispiel bei den bekannten Tests, wobei man an einer Linie blind gehen muss und versuchen muss, nicht zu stürzen. Auch durch Balanceakte, die man überprüfen kann, um die Muskel- und Koordinationsfähigkeit quasi festzustellen. Eine Elektroneurographie ist eine elektrophysiologische Untersuchung, wobei diese üblicherweise als Nervenleitgeschwindigkeitsuntersuchung bezeichnet wird. Hier werden kurze Impulse an den zu untersuchenden Nerven abgegeben und die Antwort dieses Nerven gemessen. Man kann durch diese Untersuchung sehr differenziert Ursachen bzw. auch die anatomische Schädigung des Nervens differenzieren. Manche Substanzen verursachen auch Schädigungen des Gehörnervens oder des Gehörsystems. Dazu zählen vor allem die Platine. Hörtests erlauben zum Beispiel vor höher dosierten Therapien die Bestimmung einer Basissituation und dann im Verlauf der Therapie eine eventuelle Schädigung des Hörvermögens nachweisen zu können. Sollte dies der Fall sein, muss man eventuell das Präparat rechtzeitig wechseln, um eine nachhaltige Schädigung des Patienten zu vermeiden oder aber eine Dosismodifikation durchführen. Es gibt verschiedene Klassifikationsarten, um eine Neuropathie in Schweregrade einzuteilen bzw. zu quantifizieren. Bewährt hat sich ein Schema, das 7 verschiedene klinische Kriterien einschließt und eine Graduierung von 0 bis 4 ermöglicht.